Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Jacob! Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Au! Verdammte Scheiße! Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze! Ja. Nice. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss.
Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Okay. Fertig. Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops. Pop, pop, pop in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Oh mein Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay,
Das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Wo lang? Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys? Ja, sie können sicher noch ein bisschen laden. Ah, okay. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Oh, einfach so. Dein Handy weiß sonst gar nicht mehr, wofür es eigentlich da ist. Uff, Volltreffer. Danke, und jetzt wollen wir mal sehen. Hallo? Was? Wer ist dran? Hallo? Will ich. Ich dachte, da wäre jemand dran. Vielleicht sollten wir nicht rumschnüffeln. Mann. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür?
Tja, schätze, sie führt wohl in den Keller. Hm. Warum sollte Mr. H. eine geheime Falltür zum Keller in seinem Büro haben? Vielleicht gab sie schon, bevor es sein Büro war. Er ist älter als der Tod, das war schon immer sein Büro. Ist wahrscheinlich ein Lager. Ja, oder er braucht einen Fluchtweg, wenn man ihn irgendwann erwischt. Okay. Oder es ist ein Lager. Mach sie doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh. Ah. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H. nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Komm schon, er kriegt's schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Das war nicht geplant. Oh. Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H. meinte, es ist für, Bären. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Mann, der Plan ist, heute Nacht im Wald durchzufeiern, oder nicht? Was, wenn da ein Bär auftaucht? Okay, es ist... Meine Mom sagt mir immer, wer feiern will, darf dabei den Schutz nicht vergessen. Wow, ich glaube, damit meinte sie Kondome. Ich vögel doch keinen Bär. Das Gefährlichste hier im Wald ist ein angepisstes Eichhörnchen. Unterschätzt die Biester nicht. Okay, Mann. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Yo, lass das Gewehr da, Mann. Na klaro, Boss. Yo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Ist
Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. Oh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Okay, ab sofort nenne ich Mr. H statt super creepy Perversling mit Kamera, dann also voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja, guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum... in einem Kleiderschrank zu verstecken. Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn's dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann, mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Was war das? Wird schon nicht sein. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend.
Nice. Vollgeladen. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Mit Mr. H.'s Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Also hier lang. Oh. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Komm, ich helfe dir. Sieht aus wie eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja klar, dumm. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt?
Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist...